Moin und herzlich willkommen. Ich bin Flo und wir spielen heute die Dickhäuter, die Chimär. Unsere Legion ist sehr stabil. Ich habe mal eben nachgeguckt. Wir haben auch offiziell Kublai Khan schon konvertiert. Ich glaube, wenn ich wollte, könnte ich das ja, nicht problemlos, aber relativ schnell in einen religiösen Sieg ummünzen. Wir davon reden. Hier mal den Apostel davon abhalten, hier zu landen. Ja, aber das Ziel ist ein Kultursieg. Das Spiel sagt, wir sind 96 Runden davon entfernt. Ich hoffe, dass wir das noch ein bisschen runterbringen können. Nächste Runde werden wir dafür auf jeden Fall noch ein bisschen was tun. Das ist klar. Christo kommt bald, Broadway kommt bald. Ja. Das sieht auch gut aus. Und wir sind im industriellen Zeitalter angelangt. From Stettin in the Baltic to Trieste in the Geopolitics Adriatic. ist damit da. Und was gibt es denn hier für Dedications? Ich glaube, Reform Coinage ist jetzt am sinnvollsten. Wir haben zwar ein paar gute Campusbezirke, aber so viel wird uns das nicht geben. Dann bauen wir mal unser erstes Seaside Resort. Das gibt aktuell. Ich hoffe, es wird Tourismus geben. Schauen wir mal. Dann hier ein bisschen was verkaufen. Wir haben einen Gesandten bekommen. Okay. Taloyuk möchte eine religiöse Konvertierung haben. Damit kann ich dienen. Dieser Dickhäuter ist auch auf dem Weg. Kelania möchte ein Commercial Hub. Das wird ein bisschen schwieriger. Ampi möchte eine Konvertierung. Das kriegen wir sicherlich auch hin. Inspiration für Geopolitics. Was ist denn das? Ach, das habe ich schon erforscht. Okay. Na gut. Haben wir den Gesandten schon bekommen? Ich glaube, wir hatten da vorher schon F. Schade. Ein großer Admiral. Was wartet denn hier? Giovanni di Medici wartet hier. Okay. Ah, Great Work Slots sind nicht schlecht. Und es wird auch resettet. So, großer Admiral, 20 Punkte pro Runde, das sollten wir hinkriegen. Dann haben wir einen Theaterplatz. Okay, Modern AT. Modern AT. Und schon meine AT-Crew. Dann denke ich vielleicht dran. Genf möchte auch konvertiert werden, okay. Die Zapa möchte, dass wir einen Hafen bauen. Ich glaube, das haben wir auch noch vor. Inspiration for Globalization to Airports. Nee, darauf habe ich keine Lust. Namadol möchte eine Handelsroute. Das können wir sicherlich einrichten. Gundeshapur möchte eine Handelsroute. Das können wir, glaube ich, auch einrichten. Nuclear Submarine möchte Hunza. Mal sehen. Der ist nicht so umstritten. Tangier möchte eine Handelsroute. Okay. Und Delphi möchte einen Campend. Na gut. Viel wichtiger ist, dass wir jetzt Canticle haben. Und damit können wir Relics of the Void kreieren. Ja. So. National History Museum ist fertig. Dann Stadion, Broadcast Center, eine Bank und eine Baracke. Ich habe noch genau genug Gold für den Leuchtturm. Habe ich den Hafen gerade fertiggestellt? Habe ich dann schon den Gesandten bekommen?
Ah ja. Die Zappa. Sehr gut. Tja, was bleibt da noch? Theaterplatz, oder? Dann setzen wir den hier hin. Zweites Seaside Resort. Hier wollte ich den Quarry entfernen. Dann jetzt hier ein Ski-Resort. Was ist denn da für ein Improvement drauf? Keins. Na gut. Das heißt da kein Ski-Resort. Nur noch Orte für Ski-Resorts? Hier oben. Dann beweg dich mal dorthin. So, du passt auf. Da ist Alfred Nobel. Eine Random Technology und 100 Punkte für alle Great People. Das ist cool. Damit sind wir auch bei Leonardo da Vinci relativ gut auf dem Weg. So. Und eine Bank und Markt mit Great Work Slots. Dann nehmen wir doch Ankorturm. Apropos Ankorturm. Das will ich dann natürlich gleich mal füllen. Wie machen wir das am besten? Da ist die Bank. Ich glaube, ich packe da einfach die Reliquien rein. Oder? Oder das? Vorher war es besser. Ich kann mir hier ein bisschen was umdingeln. Michelangelo Donatello, Donatello, Donatello. Da ist der Michelangelo. Haben wir noch Amphitheater. So, dann kommen wir zum nächsten Punkt. Wir haben einen weiteren Gouverneurstitel. Ich will ja mit Armani in Richtung Puppeteer. Und dann kaufen wir doch mal nochmal ein paar Great Works. Writing steht auf der Liste. So viele wie möglich. Geld spielt keine Rolle mehr. Kunst, religiös, Landschaft, so ein bisschen meh. Ja, da werde ich mal warten, bis wir es themen können. So. Unsere Great Works of Writing sind jetzt alle hier gelandet. Das ist okay. So. Great Work of Writing. Gut. Gut, gut, gut. Was ist denn der nächste große? El Greco. Das heißt, ich kann mir schon mal die beiden religiösen Werke sichern. Eins, zwei und die beiden. Das kriegen wir dann auf jeden Fall noch gethemed. Blef Bosch. Dann hier das rein. Und da das rein. Und dann kriegen wir das auch gethemed. Denn ja, El Greco ist gleich da und der hat noch eine Landscape im Petto. So, dann ab nach da hinten. Das sieht doch gut aus. Ich bin genau bei 0 Gold, das ist ja interessant. Dann passt das. So. Dann habe ich mich mal angucken. Kublai Khan ist im dunklen Zeitalter. Tymyris hat plus 6,7. So, die Städte flippen zu uns. Das ist schon mal klar. Diese Stadt ist aus irgendeinem Grund 100% loyal. Na, mal sehen. Kultisten kommen jetzt.
Die kann ich ihm glauben. Achso, das kann ich überall. Wie sieht es mit dieser Stadt aus? 1,5. Kultist. 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 Was mit diesen Städten? Ich glaube, das reicht erstmal. Wir werden dann einfach an der Front auch neue kaufen. Glaube, ich könnte Neapolis kriegen. Ich werde es mal versuchen, zumindest. Weil wenn wir es auf Null haben, dann wächst die Stadt ja auch nicht mehr. Und macht gar nichts mehr. Von daher müsste das dann gut passen. So, dann machen wir weiter. Nee. Sehr lange erste Runde. So. Das war die richtige Reihenfolge der Wörter. Die Dickhäuter sollten bald hier wieder überwiegen. Wir haben den nächsten Kongress. Gerne Nobelpreis in Physik. Ich glaube, ich hätte gerne das. Noch mehr Growth. Ist doch super. Und Double Great People Points towards Great Artists. Dafür gebe ich auch meine gesamte Gunst aus. Ich möchte einfach, dass mehr große Künstler entstehen und wir dann die Werke aufkaufen können. No points for great engineers. Ah. Na gut, dann ist das so. Ich werde mich da jetzt nicht zu sehr drauf konzentrieren. In einer Runde haben wir St. Basels fertig. Dann kann die Stadt hier mal noch den Händler sich holen. Okay, so, da soll ein Aquädukt noch entstehen. Komme ich da hin? Ja. Torf können wir entfernen. Fünf Runden, ja. Fünf Runden fürs Aquädukt. Da haben wir noch eine Eisenmine. Und unser erster Kultist. Die schicke ich hier erstmal in die Stadt. Keshka wird eh loyal werden und arbeiten wir schon mal in Ulaanbaatar. So, Kultist Nummer 1. Minus 4,3. Freundschaft. Endlich. Endlich können wir Freunde sein. Hab so lange drauf gewartet, Poundmaker. Hab's mich so enttäuscht. So, weitere Kultisten. Eins. Zwei. Drei. Ah, der hier muss noch sich bewegen. Warte. Drei. Vier. Fünf. Dann sechs. Sieben. Acht. Und neun. Gilgamesch-Städte lasse ich in Ruhe. Gilgamesch ist ja ein guter. Werde, glaube ich, da mal eine Mine bauen. Dann jetzt das holen. Hier. Ja. Aus den Bergen lässt sich leider nichts machen. Das ist die AT-Crew. Die lasse ich mal mit im Spiel, damit wir sie irgendwann upgraden können.
So, Great Works of Writing. Hat da vielleicht jemand schon wieder was nachproduziert? Ja. Tamar, die hatte scheinbar nicht genug Platz. Dann achten wir da gleich mal drauf, ob es da noch mehr gibt. Schade mit den großen Künstlern. Das hätte mich gefreut. So, ein Ausbruch hier. Two Damage Tiles. Aber scheinbar nicht. So, wir haben Globalisierung. Wir können E-Commerce mit reinnehmen. Weiter Economic Slot. Oh ja. Shipwrecks sind jetzt am Start. Dann machen wir das. Einen großen Schriftsteller, einen großen Künstler. Denn... Ah, komm, machen wir die Mine. Cultist, go your way. So, Edgar Allan Poe. Ich mach's mal so wie vorher. Great Works of Writing aus Angkor Thom raus. Das war eine falsche Stadt. Angkor Wat ist die richtige Stadt. Zack. Sydney Opera House. Nah, ich glaube, das wird nicht mehr wirklich wichtig werden. Ich hoffe es zumindest. 91 Runden. Wir haben 8 Gesandte. Krass, 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 krass. So, wir könnten uns das holen. Annehmlichkeiten. Na komm. Ich eigentlich die Richtung. Die Städte kommen auch so zu uns, denke ich. Ich werde mal erstmal noch keine weiteren nachkaufen. Super nervig, die zu bewegen. Gar kein Spaß. So, Mountain Hamlet. Könnten die eine Pili hochkriegen? Könnte hier noch ein National Park entstehen? Könnte man machen. Du bewegst dich jetzt endlich hierhin und entfernst die Kupfermine. Dann Amarindrapura. Wir können hier einen Wasserpark bauen. Warum nicht? So, El Greco. El Greco, El Greco, El Greco. Ich möchte, dass du in Kompong 2 und in Quaracorum deine Kunst lässt. Das ist Nummer 1. Quaracorum. Themed. Und dann Kompong 2 ist hier unten. Okay, so. Einen weiteren Policy-Slot. Liberalism. Spots Media. Gibt zumindest 2 Annehmlichkeiten. Ja, ich glaube, Liberalism hilft durchaus. So, Christo Redentor ist auch gleich da. Dann haben wir hier mal Xanadu. Keine Ahnung, was du vorhattest. Da komme ich eh nicht ran an die Felder. Da brauchen wir noch ganz viele Handwerker. Auch du gehst dorthin. Kultists an die Front. Dann wollen wir hier ein paar
erstmal farmen. Der Kultist macht sich da auf den Weg, dann hier lang. Du. Ah ja. Ich weiß, was dahin soll. Jetzt dorthin. Okay. 16 Runden. Easy. Und die IT-Crew. Das Einzige, was jetzt dauert, ist die Zeit, bis die Runde zu Ende ist. Hier könnten wir noch einen Damm scheinbar bauen. Nee. Wir werden schon nicht überfluten. Gab es eigentlich irgendwann mal Send 8? Ah ja, doch einmal. 1957. Ich guck mal durch, ob ich irgendwo noch Gebäude... Ja, da. Ein Archäologiemuseum und der Archäologe kommt nächste Runde. Nagara Jaisari. Zack. Norwegen ist bei Dynamit. Die Mongolei baut noch einen Siedler. Die Mongolei hat einen eigenen Kultisten. Arthur ist in 25 Runden bei uns. Ich will... Xanadu will ich natürlich nicht einnehmen, ne? Da ist Christo. Das führt dazu, dass Enlightenment unseren Tourismus von Reliquien und heiligen Städten nicht verringert und unsere Seaside Resorts geben doppelt so viel Tourismus. Da ist St. Basils Kathedrale. Da packen wir jetzt alle unsere Reliquien rein und beten. Was für Truppen sind denn an deinen Grenzen? Ach, ist die Rede da von den Kultisten? Sind die als Militärtruppen gewertet? Das wäre interessant, sag ich mal. Wir wollen die Städte alle gleichzeitig hätten, so. Du kannst auch dorthin. Du gehst auch dorthin. Machen wir nächste Runde. Dann ein Kultist hier noch und einer dort. Den Tabak, weg damit. So, ja, Christo wurde gebaut. Haben wir sonst noch irgendwelche Nationalparks? Ah ja, Bolschoi haben wir hier noch gebaut. Ganz vergessen. Hari Haralaya. Schrein. Prasad. Gurdwara. Dann. Wenn ich hier den Handwerker kaufe, das machen wir in der nächsten Runde erstmal. Gucken wir uns hier den Archäologen. Dann können wir den Hafen platzieren. Wenn ich hier den Handwerker kaufe, dann können wir dort auch noch einen weiteren Park entstehen lassen. Nein. Oh. Oh, oh, oh. Vielleicht ein bisschen Produktion noch in die Stadt rein. Bringen. So. Dann. Du bist noch dort. Du bist noch dort. Du bleibst dort. Der nächste Policy Slot. Hallo, International Space Agency. Jeder Gesandte, den ich schicke, zählt doppelt. Glaube. Der Glauben kann weg. Und ich wollte mal gucken, ist Public Works, kann das jetzt auch raus? Ne, zwei Runden. Also International Space Agency und
verzichten wir auf Theocratic Legacy. Für diese Karte. Dann können wir nämlich richtig schnell suzerän werden in der Zukunft. Wenn wir wieder die nächsten Gesandten haben. So, du sollst von Quarakorum nach Kompunkt 2. Und der Apostel passt weiter auf unsere Gebiete auf. Cool. Dann. Ja, warum nicht ein paar Fisheries? T-Group können wir immer noch nicht upgraden. Da kann ein Seaside Resort gebaut werden. Ich glaube, dahinter auch. Ein bisschen Gold. Hui! Da sind wir schon mal bei dem Stadtstaat. Okay. Ja, die Runden dauern jetzt ziemlich lange. Weil wir gerade auch so viel Kultus bewegen müssen. Die Kree-Stadt wird auch zu uns kommen. Baut er da einen Entertainment-Komplex? Also Wasserpark? Sind die Kree in einem dunklen Zeitalter? Nö, normal. Jetzt kommt mit das. Muss natürlich aufpassen. Wir haben die meisten Touristen von Kublai. Ich darf ihn nicht aus dem Spiel kicken. Plus zwei Industriebezirke. Eiffelturm. Einfach nur for the lulz. Nee. Aber ein Entertainment-Komplex können wir bauen. Oh, dann machen wir die Reihenfolge. So, da oben wollte ich mir einen Handwerker kaufen, ne? Ich meine, da kommt jetzt einer, aber fuck it. Da ist ein Handwerker fertig. Hier wird auch rebelliert. Na gut. Ein Sägewerk. Dann kannst du dort rüber, du kannst dahin, du gehst. Bist schon da. Das reicht vorbei. Hier kommt noch einer. Gehst du nach da, du nach da. Die reparieren wir. So, El Greco zum zweiten. Sehr gut. Und Seegrad. Das wollen wir natürlich. Damit können wir es reparieren. Dann geht es so wieder doch noch da. Den Kultisten habe ich noch gar nicht bewegt. Ah, weil ich hier die haben wollte. Ich glaube, für die Stadt brauche ich die nicht mehr. Dann legen wir hier mal los. Minus 10 Loyalität. Wasserpark, Entertainment Complex. Bauen wir doch hier auch noch ein Entertainment Complex. Brauchen das Shipyard. Glaube, ich versuche mich daran zu erinnern, das nächste Runde zu kaufen. Dann gehen wir mal Richtung Entertainment Complex. Okay, ein Stadion hier.
in dieser Stadt ein Ferris Wheel. Sind wir schon bei 32 Loyalität. Da ist der nächste. Zu dem Kree. Und nächste Runde. Seaside Resort. Hier weiter. Was ist denn Xanadu? 11,3. Ah. Na, solange Almalik noch bleibt. Dann machen wir weiter. Frag mich, wie viele Städte wir hier noch übernehmen können. Eine große Zitadelle. Wurde gebaut. Ja, wurde die Flut verändert. Sehr gut. Es erinnert mich immer an das Spiel von Dick. Rocketry, ein Militärslot. 107 von 297. Ein Gesandten. Ein bisschen Gold. Cool. Ich muss mal noch auf eine Grenzenausschau halten. Ja, haben wir mit allen. Dann. Wollte ich irgendwo was kaufen? Ich wollte hier ein Shipyard kaufen, ne? War das doch. Theater kannst du selber bauen. Beziehungsweise. Ja, doch. Schrein und. Jetzt wäre das Gold für die Prasat. Das lässt sich doch ändern. Prasat und Gurdwara. So, was kommt als nächstes? Ein Theaterplatz, ne? Plus 1. Dann ein Leuchtturm hier. So. Also wir kommen ja zu der Stadt zurück. Keine Ahnung, warum der plus 15 Loyalität hat, aber es ist, wie es ist. Tja, was bringt uns hier am meisten? Retainer ist wahrscheinlich. So, Satellite Broadcast. Wir haben noch keine Great Works of Music, ne? Das heißt, die Karte kann erstmal noch draus bleiben. Public Works kann jetzt raus. Die Karte hoch. Market Economy wäre doch was. Nehmen wir Sports Media. Nobelpreis, da führen wir. Mit Support. Acht Runden hier. Dann haben wir
wir eine Landschaft. So, was können wir denn mit der Landschaft machen? Aktuell nichts. Great Works of Writing, gerne. Landscape. Eine Landscape ist hier. Das ist die vom gleichen Künstler. Es gibt noch einen Rembrandt für religiöse Kunst, aber ich glaube, da bin ich bedient. Ich meine, andererseits kann ich einfach auch alles aufkaufen, ne? Ich hab's ja. Artifact, Writing, okay, Relics. Yep. Und noch ein paar Kultisten. So, diese Handwerker. Dann bauen wir hier eben noch was. Kultist. 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 Der kommt gar nicht mehr dran. Den schicke ich mal hier mit hin. Dort. Kannst auch noch dort. Die Stadt wird ja gleich flippen. Sure. Ah, nee, 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 nee. Hier. Was ist das überhaupt? Theaterplatz. Kultisten. Kultisten. Ach, bisschen dumm ist es schon. So, ein. Ups. Einen Naturalist. Cool. Unser erstes Shipwreck. Dann hier Ember. Kann ich verkaufen. Zack, da sind die Dickhäuter. So, wer war der nächste Stadtstaat? Ampi, da oben. Nee, warte mal, wir wollen lieber Genf machen. Genf ist dort. Mal sehen, ob es dahin schafft. Dann. Jetzt habe ich nicht geguckt, aber ich glaube, ich habe noch kein industrielles von mir selbst. Ist das richtig? Na, Mittelalter. Nice, das hat sich doch schon mal gelohnt. Die KI hat mal wieder ein Wunder gebaut. Das National College, na gut. Und Kashgar gehört uns. Also es gehört uns noch nicht, aber ist jetzt erstmal eine freie Stadt. Dann gehört es uns. Okay, einer unserer Voigtsinger wurde gekillt. Ah ja. Egal, Hauptsache, wir haben die Reliquie erhalten. Broadway ist da. Sehr schön. The Left Hand Sutra. Weiter plus 25% Boost für Tourismus. Wir erneuern die Freundschaft hier. Und doch wahrscheinlich auch die offenen Grenzen. Nein. Ja, mit jemand anderem? Nein. So. Boah. Der Domrey. Dann. Da gehen wir hier. Eine weitere Farm. Ich meine, ich könnte einen Tank draus machen. Sehr gut. Habe ich noch Platz? Ja. Durchaus. Ach so. Da war ja was hier mit dem Wechsel. Ich will da mal die richtigen Reliquien reinpacken. Ich glaube nicht, dass es das einen Unterschied macht, aber trotzdem. Tatsächlich sind die Relics of the Void sogar besser.
60 und krass. Na gut. Freundschaft haben wir erneuert. Handelsroute. Eine Handelsroute. Haben wir mit allen jetzt immer noch? Trade Route, Trade Route, Trade Route, Trade Route, Trade Route, Trade Route, Trade Route. Gut. Dann. Hier hat sich stabilisiert. Interessant. Ah, es gibt ja noch Stadtstaaten. Roots. Es liegt jetzt ein bisschen. Cities with Trade Quests. Nun mal doll. Ja, gut, das hätte ich mir auch denken können. Das wollen wir auf jeden Fall machen. Wir nehmen die kürzeste Zeit. Hier habe ich 42 gesehen irgendwo. Iswarapura. Wo ist Iswarapura? Dort. Okay. Trader. Dann Computers. Ich muss auch mal überall durchgehen und. So, wir wollen Richtung Telecommunications. Ich muss mal kurz überall durchgehen wegen Flood Barriers. Die haben Vorrang. Nicht, dass unsere Städte noch irgendwie absaufen. Wir haben ja gar nicht so viele Küstenstädte. Ja, hui, hat Vorrang. Na, warte mal. Hier wechseln wir dort nicht. Das sollte auch noch passen. Ah ja, hier wollte ich den Shipyard eigentlich. Naja. Ist ja auch egal. Irgendwas wollte ich damit kaufen. So, und schauen wir mal, was mit dieser Stadt hier los ist. Rumki. Plus 15. Immer noch. National Epic. Let's go. 10 Runden. Flood Barriers hier. Dann Remove Improvement. Aber nur ein bisschen. So, das wollen wir entfernen. Kostet alle Charges. Was haben wir gemacht? Dann gibt es hier den Nationalpark. Fast. Jetzt ist das Ganze. Nein! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das hat ja reingehauen. Du kannst schon mal dorthin. Ja, genug Appeal ist da. Machen wir hier noch Wohnraum? Dann planten wir Wurz und holen uns ein Sägewerk für etwas mehr Produktion. So, da ist Keschka. Und Ulaanbaatar. Ein Spion hat uns 2736 Gold geklaut. Okay. Mhm.
Ein Blizzard, der durch unsere, wie heißt der Kontinent hier eigentlich, Urstädte If you go on geht. with which of all my important Das things should Social I tell you Media, first? so. Plus 50% Online-Communities muss rein und Collective Activism kommt rein. Halliyu haben wir jetzt auch. Das heißt Rockband-Time. So, Online-Communities. Scheiß auf Sports Media, Collective Activism. Scheiß auf die Karte. Und Hallyu. Scheiß auf Republican Legacy. Dann haben wir Ludwig van Beethoven. Nice. Battleship, come on. Gönnen wir uns. Sehr gut. Luxury Resources. Lobster. Great Works. Porträt. Ha. Gimme. Skulpturen waren nicht da. Landschaften. Gimme. Religiös war nicht da. Und Bücher sind aber da. War das jetzt mit der Kunst? Das passt soweit alles. Joa. Dann haben wir hier noch eine Einheit. Du kannst dich mal hier hinstellen. Dann ja, Rockbands. Wir müssen Poundmaker damit angreifen. Rockband 1. Rockband 2. Wer hat denn noch viel Kultur? Kublai Khan hat viel Kultur und Tamar hat viel Kultur. Das heißt, unsere Urstädte kommen auch Rockbands. Handwerker muss hier raus. Band. Dann Kublai. Da sind wahrscheinlich die Städte hier am besten. Band 1. Dann haben wir jetzt hier noch eine Rockband. Rockband 2. Eine weitere Rockband hier. Hier und dann schicken wir noch ein paar zu. Gilgamesch. So. Wasserpark ist da. Dann brauchen wir das Ferris Wheel. Wir haben einen weiteren Gesandten. Puppeteer. Aktuell habe ich dort 11. Das heißt, das müsste auf 22 hochgehen. Nice. So, wir haben drei Gesandte. I don't care. Dann machen wir noch die Kultisten. Ups. Weitere Reliquien, sehr schön. Kriegen die Stadt auf Null. Mal sehen, was jetzt passiert. Ach, das ist so bescheuert. Das ist irgendwie so bescheuert. Ja, Ludwig. Wir haben gerade Broadway für dich gebaut. Schön, dass du da bist. Hier wollte ich mit dem Stadtstaat handeln, nämlich mit einem Madol.
Crew passt, dann... Ah ja. So, wir canceln hier mal alles. Dann entfernst du den Torf. Uch. Dem nächsten Artefakt. Du kannst eben fahren. Noch eine Runde, dann haben wir hier den Nationalpark. So, wir wollen nämlich die heilige Stätte hier bauen. Zack, 12 Runden. Ein Artefakt, Poundmaker, gerne. Und ja, dann würde ich sagen, war es das für diese Folge. Wir haben nicht viele Runden geschafft. Das ist das Problem, wenn man noch so viele Einheiten steuern muss. Wir haben jetzt Rockbands am Start. Ich kann mir vorstellen, dass nächste Runde wirklich die letzte ist. Wir sind jetzt auch bei 119 von 299. Wir sind bei 1439 Tourismus. Und ja, mit ein paar Rockband-Einsätzen sollte das doch klappen. Wir haben 19.310 Glauben in der Bank. Wir kriegen das hin. So. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, ihr habt weiterhin Spaß. Euer Flo. Tschüss.